Und die haben ihn dann immer wieder verfolgt und sind um ihn rumgegangen. Und da gehen wir jetzt hin. Da ist die Klippe des Geschehens. Und hier ein blauer Sack. Oder machen das Wilderer zum Spaß einfach. Krank, wer macht denn sowas? Safe. Das ist eine safe Nummer hier. Boah, ich muss hier weg, ich kotze gleich. Boah. Wenn es die gleichen sind, die den Stefan verfolgt haben, sind jetzt, glaube ich, auch nicht gerade die ungefährlichsten Leute. Es ist total verstörend. Ich will nicht wissen, was hier abgeht. Also, ja, weißt du, was muss man melden? Ja. Ja. Ich will jetzt hier auf jeden Fall nur noch weg und... Boah! Hey Leute, was geht? Mein Name ist Timo und willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist der Stefan vom BW Online Shop und wir sind heute bei ihm in der Gegend ein bisschen unterwegs. Ja, werden auch zu einem ziemlich schaurigen Ort gehen, wo ein Stefan was richtig Krasses schon passiert ist. Dazu die Geschichte erzählen wir euch unterwegs noch und werden dann abends ins Lager wandern und was richtig Leckeres kochen. Da will ich nicht weiter rumlabern, würde sagen, los geht's. Ja, und wo wir heute hingehen, ist ein ziemlich verrückter Ort. Denn Stefan ist mal was richtig Grausames passiert. Und zwar wurdest du von zwei Männern im Wald beobachtet. Ne? Also ja, ich erzähle jetzt mal die Kurzfassung. Das müsst ihr euch unbedingt mal nochmal anschauen, das Video vom Stefan. Er hat das auch ein bisschen nachgestellt, weil er hat halt da in dem Moment leider nicht gefilmt. Und die haben ihn dann immer wieder verfolgt und sind um ihn rumgegangen, haben schon fast um ihn rumgeschlichen. Und es war extrem gruselig, also so viel mal dazu. Ich habe schon mal live drauf reagiert, auf meinem Live-Kanal ist da auch die Reaction dazu. Oder ihr schaut es euch einfach direkt beim Stefan an, beim BW Online Shop Kanal. Ja, ich glaube, für dich war es einfach eine Erfahrung, die du nie in deinem Leben vergessen wirst. Ja, vor allem eine Erfahrung, wo man nie denkt hätte, dass ich es mal mache. Ne? Ja, also das ist dann schon grausam, wenn du allein im Wald bist und da so zwielichte Gestalten sind. Und da gehen wir jetzt hin, aber zuerst sind wir woanders, weil er ist danach, ich glaube am Nachmittag war das, oder? Bist du dann nochmal in den Wald? Nee, es war zwei Tage später. Zwei Tage später, zwei Tage später ist er nochmal in den Wald gegangen. Ein paar hundert Meter weiter hat der Stefan dann noch was ziemlich Grausames entdeckt, was damit zusammenhängen könnte. Und da gehen wir jetzt hin und dann erkläre ich euch mal da noch ein bisschen was dazu. So, erstmal ein bisschen Birkenrinde holen. Die brauchen wir jetzt nämlich dann. Der Timo hat nämlich was Leckeres für unterwegs dabei. Ja, und durch das, dass ich nur ein Essbit dabei habe, brauche ich ein bisschen Birkenrinde, dass ich das entzünden kann. Die Klippe habe ich mir übrigens auch gar nicht angeschaut. Ja, da ist die Klippe des Geschehens. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zuerst mal dahin. Ja, und wie man hier schon mal sieht, ist hier schon mal ein Stück blauer Sack. Und was es damit auf sich hat mit diesen blauen Säcken, das werden wir jetzt dann grausamerweise, glaube ich, noch sehen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir es noch sehen. Ja. So, Stefan. Ja. Wohin geht's jetzt? Darüber. Nicht wundern, es geht heute auch im Wind. Ich hoffe, der Windschutz von meinem Mikrofon ist ausreichend. Und ihr habt nicht so viel Rauschen drauf. Boah, okay, jetzt wird's spannend. Oh, ah, okay. Das sind schon mal die ersten Knochen. Ich glaub, sind auch lauter so Löcher, ne? Überall in den Felsen drinnen. Hier ist so ein Pfad, wo es hoch geht. Der Stefan geht hier gerade schon mal hoch. Und da ist dann das Versteck. Okay. Ich bin mal gespannt. Klettern wir mal schön. Ach was, oder? Du musst ein bisschen so hinten schauen, dann siehst du diesen Wildschwein schon mal. Ah, da liegt der Schädel, ja. Und hier ein blauer Sack. Das schaut für mich aus, also ich filme noch mal kurz hin. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das sind lauter Haare um den Sack rum. Da hat jemand einfach ein Wildschwein in die Tüte und da reingeworfen. Aber warum? Wenn das ein Wilderer ist, dann verwertet er das doch. Oder machen das Wilderer zum Spaß einfach. Es riecht da drin schon echt grausam und krank. Wer macht denn sowas? Ich habe jetzt einfach mal die Tüte ein bisschen gedreht, dass man die Öffnung sieht. Mit einem Stock natürlich. Und da ist innen drin alles voller Fell und Knochen. Und ich habe auch unter der Tüte mehrere. Da ist sogar noch eine Tüte unten drunter, eine ganz alte. Und nochmal ganz altes Fell. Da liegen mehrere Tierkadaver in mehreren Tüten drin. Und etliche Köpfe.
Also das sind Wilderer, glaube ich, schon seit Jahren, die hier ihre toten Tiere abladen. Safe. Das ist eine safe Nummer hier. Das ist schon krass, also. Das ist schon eine grausame Story. Also, boah, ich muss hier wirklich kotzen gleich. Boah. Das ist so ein, es ist nicht mal mehr so ein Verwesungsgeruch, sondern es riecht nach Essig. Boah. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr dahin zu gehen. Ich habe ja schon gedacht, ich bin verrückt gerade. Aber der Stefan hat jetzt hier raubtierartige Köpfe. Also zumindest haben die sowas wie Reißzähne vorne. Aber was haben denn Reißzähne, so richtig Wölfe? Ja. Wolf, Hund, Luchs. Hund? Oh, von der Kopflänge. Ist eine Vermutung. Von der Kopflänge her schaut, könnte das auch ein Hund sein, ne? Ja. Boah, aber meinst du, dass hier jemand zum Spaß Hunde tötet? Ich hab keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Das müsste man ja dann irgendwann in der Zeitung gelesen haben, dass hier Tiere fehlen. Wir holen jetzt auf jeden Fall den Kopf raus. Wow, okay, der Stefan will jetzt den Kopf da rausholen. Ja, das muss jetzt wissen, was du willst. Okay, krass. Also das ist jetzt eine krasse Angelegenheit, weil wir sind hier, glaube ich, gerade auf der Spur von Wilderer. Wenn es die gleichen sind, die den Stefan verfolgt haben, dann wurde der Stefan von Leuten im Wald verfolgt oder umzingelt, die zum Spaß hier einfach töten. Also sind jetzt, glaube ich, auch nicht gerade die ungefährlichsten Leute. Das wird jetzt hier langsam spannend. Also jetzt langsam wird es für mich auch gerade ein bisschen ein unwohles Gefühl. So, Stefan. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, Leute, ich habe jetzt den Stock angespitzt. Timo hat die Tüte gedreht. Viele von euch haben ja mich gefragt, Stefan, hast du die Tüte aufgeschnitzt? Hast du reingeschaut? Warum hast du nicht reingeschaut? Ja, jetzt schaue ich rein. So, Leute, und da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Was ist das für ein Kopf? Aber ja, Leute, schaut sich an. Was zur Hölle? Ich glaube, Reh hat nicht so gebissen. Leute, das ist meiner Meinung nach ein Hund. Also meiner Meinung nach ist das entweder ein Hund oder, ja, ich weiß nicht, Luchs. Da muss ich sagen, bin ich halt wirklich raus bei den Schädeln. Ja. Ich finde das jetzt schon raus. Also ich habe jetzt mal gegoogelt. Ich blende euch jetzt hier auch mal kurz was ein, dann können wir selber mal schauen, was ihr so denkt. Also es schaut sehr nach Hund oder Wolf aus. Also eins von beiden ist es meiner Meinung nach safe. Entweder Hund oder Wolf. Da sind auch noch mehrere Köpfe drin, auch noch mal solche. Auch noch mal ein Rehkopf, glaube ich. Das eine längliche war, glaube ich, Reh oder so. Es ist total verstörend. Ich will nicht wissen, was hier abgeht. Also Wolf ist, glaube ich, unwahrscheinlich, oder? Dass hier ein Wolf geschossen wurde. Naja, Wolf geschossen, nicht gemeldet oder so. Man weiß es halt nicht. Man weiß auch nicht, ob es Wilderer sind. Aber das Ganze ist auf jeden Fall eine... dass wir das filmen, ist jetzt auch okay, weil der Stefan hat es bereits dem Jäger auch schon gemeldet. Also da wird sich drum gekümmert, um diesen Fall. Der Stefan hat da vielleicht wirklich was aufgelöst dadurch auch. Und ja, weißt du, was muss man melden? Ja. Ja. Und hätte der Stefan das nicht entdeckt, hätte es vielleicht keiner entdeckt. Und es gibt auch so kranke Leute, die hassen Hunde. Die bringen einfach Hunde um. Aber sowas gibt es ja auch. Ne? Kranke Sache, ich will jetzt hier auf jeden Fall nur noch weg. Und da das noch ziemlich frisch ist, ist es auf jeden Fall dieses Jahr passiert, das mit dem Sack. Weil das riecht auch noch. Sonst wäre das, glaube ich, schon längst viel mehr verwest. Die Leute, die dich da verfolgt haben, Stefan, ich glaube, das waren auch die. Mir wird es jetzt hier langsam selber unwohl, deswegen gehen wir jetzt weiter. Aber wir gehen auch noch zu der Stelle, wo du verfolgt wurdest. Ne? Da gehen wir auf jeden Fall noch da hin. Gehen wir noch hin, ja. Was hier auch noch spannend ist, hier sind auch noch Köpfe. Der Kleine hier könnte tatsächlich Luchs oder Hase, nee, schon größer wahrscheinlich, ne? Da geht die Hälfte ab. Wie? Da geht die Hälfte ab. Wieder geht die Hälfte ab. Halloween-Video, erinnert euch. Und jetzt schaut mal da rein. Die Unterkiefer des Hirschen, die Unterkiefer des vom Wildschwein und der Kopf. Das ist verschwunden. Gut, könnte ja auch ein Tier verzogen haben, aber... Ja, wahrscheinlich, ne? Hier jetzt noch kochen. Ganz spannend. Also nicht da, wo die Kadaver sind, sondern weiter hinten zu dem Felsen. Da haben wir jetzt erstmal Appetit bekommen auf das Thema. Deswegen kochen wir jetzt erstmal was. Oh Mann, darf man keinem erzählen, echt. Ja, was wir hier entdeckt haben, ich weiß jetzt nicht, ob es hell genug ist, wahrscheinlich nicht. Das ist so wie so eine Unterstützung oder so. Weiß nicht, was da jemand vorhatte. Entweder ja, sich ein Lager baut oder hat gemeint, mit so einem Stock die Felsen abzustützen, dass sie nicht über einen runterkrachen. Wobei, ich glaube, das schafft so ein Stock nicht aufzuhalten. Da brauchst du mehrere. Trocken. Haben wir eine schöne Stelle zum Kochen gefunden. So.
Und zwar haben wir von Drytech Real Tomat oder Real Meal wird es auch genannt. So schaut das Ganze aus. Das ist so gefriergetrocknet auch wieder, aber richtig hochwertig. Also das ist auch ein bisschen teurer, sage ich jetzt mal, als so die meisten herkömmlichen. Aber ich habe das einmal auf einer Messe probiert und das hat so geil geschmeckt. Also es hat geschmeckt fast wie in einem Restaurant, so wie ganz frisch gekocht. Und ich hoffe jetzt, dass das auch so schmeckt. Ich glaube, das, was ich probiert habe, war Hühnchen. Hier haben wir jetzt einmal Pulled Pork und einmal Kebab Grind. Also wahrscheinlich so griechischer Kebab oder so. Keine Ahnung, wir probieren es einfach. So, der Stefan hat hier seinen S-Bit-Kocher dabei. Hey, der schaut ja cool aus, der ist sogar abgerundet an den Seiten. Ja, das ist so neu. Der hat auf einer Seite den Windschutz, ne? Ja, mit den Riesentabletten, da kriegen wir auf jeden Fall ein Wasser gekocht, geil. Auf jeden Fall. Was ist das jetzt noch? Windschutz? Oder? Windschutz, ja, genau. Von der Windseite, ja, genau. Ach, krass. Hey, das ist ja cool. So geil, da. Guten alten Bundeswehr-S-Bit-Kocher, die wurden jetzt schon, werden immer weiterentwickelt, ja, von S-Bit. Ja, so, jetzt. Cool. Nicht schlecht. Na, was habt's denn, Leute? So. Schale drauf, dann kann es kommen. Das mit dem Deckel ist halt geil, ne? So was ist halt auch geil. So S-Bit und so Spiritusbrenner liebe ich zum Beispiel auch bei Lost Places, weil da kannst du ja kein Feuer machen. Zum Beispiel, wo wir in den Aufzugsschacht da übernachtet haben, das war glaube ich auch mit einem S-Bit, da haben wir auch uns dann das Wasser gekocht und unsere Fertignahrung essen können. Das ist schon geil. Das Ganze geht ganz einfach. Man reißt, das ist sogar beschriftet, hier oben auf. Da hat man dann einen Klettverschluss. Da hat man dann einen Zipverschluss, den macht man dann auf, füllt das Wasser rein und zwar bis zu der Linie. Genau, da steht Fülllein bis hierhin. Ja, und dann rührt man es gescheit um, lässt es nochmal 10 Minuten stehen, füllt bei Bedarf nochmal Wasser nach und rührt nochmal und dann kann man es schon essen. So, der Stefan hat die Ehre, das als erstes zu machen. Such dir einfach was aus, wir probieren dann eh mal von Schralle, Schralle. Ne? Kann ich da aufreißen. Genau. Das ist ein Zipverschluss. Wie schaut denn das aus von innen? Geil. So ein Trockenpack ist da nichts drin, gell? Na. Ich glaube nicht. Kann ich mal riechen? Schralle. Mhm. Okay, jetzt riecht es auch ein bisschen krass deftig, ne? Aber ich glaube, wenn es dann vermischt ist. Okay. Oh, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu pumpig. Ja, ich glaube, da muss noch ein bisschen. Ein bisschen Wasser noch rein. Zehn Minuten? Ich glaube. Bin ich dran. Wir haben da noch mehr Wasser rein. Ha? Ja. Lass wir es mal kurz aufkochen, oder? Genau. Ich fühle mir jetzt nicht, wie es ich nochmal mache. Der Stefan hat es schon richtig professionell gemacht gerade. Wir probieren den ersten Löffel. Ich zeige euch erstmal kurz, wie es aussieht. Das Ganze schaut hier so aus und wir probieren jetzt einfach mal. Mhm. Boah, ultra krass gut. Der schmeckt richtig krass gut. Also da meinst du echt, das wurde, ja, das hat sich gelohnt, das zu kaufen. Das ist wie wenn man vom Metzger so ein Pulled Pork holt, sogar fast noch besser. So, wir sind jetzt wieder frisch gestärkt. Das war richtig gut jetzt. Aber ich habe immer noch, hast du auch noch einen leichten Hunger? Ich auch, also ich freue mich trotzdem jetzt schon auf das, was wir heute Abend kochen. Ja, jetzt gehen wir mal weiter, noch zu dem Ort, an dem der Stefan von den möglichen Wilderern umzingelt wurde. Die Story dazu werde ich euch dann auch noch mal kurz grob zusammenfassen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wir sind jetzt am Ort des Geschehens gelandet tatsächlich. Das ist jetzt der Wald. Und Stefan, ganz kurz, ganz grob, erzähl mal nochmal, was passiert ist und wo. So ganz grob. Ja, das war da unten auf der Stelle, wo du siehst, mit dem Stein.
Aha. Ja, genau, da hast du dein Kochsetup aufgebaut gehabt. Genau, da war ich mit der Buschbox da, die steht immer da oben. Da bin ich da so gewesen, hab mir einen Kaffee eingeschränkt, ne? Steh auf, hab da vorgeschaut, ne, und trink und schau da runter. Und wenn du da durchschaust, ja, da unten sind zwei Steine. Ja. Und genau bei den Steinen da unten ist er da drunter gesessen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist es noch besser. Die zwei großen, wo Moos drauf ist, oder? Das ist es noch besser, genau. Der große da hinten, ja. Also quasi der große da. Genau. Ja, Wahnsinn. Und da sind die einfach gekocht und haben dich angestarrt. Genau. Ja, also einer davon, ne? Der ist dann weggegangen, da hinten das Dickicht. Da haben wir ihn da verloren. Aha. Und dann haben wir gedacht, naja, gut, ist weg. Und auf einmal schaue ich wieder, steht der da wirklich so im Dickicht drin. Also wirklich wie in so einem Horrorfilm. Siehst ab der Brust und schaut einfach nur durch, ne? Hat wahrscheinlich gedacht, ich sehe ihn nicht. Ja. Aber da hat man ihn gesehen. Ne? Und da, bis ich mal wieder geschaut habe, weil ich schon nervös geworden bin, ne? Hab da mal wieder meine Kaffeetasse untergestellt und schau hin, auf einmal ist er weg. Ne? Wahrscheinlich hat er sich geduckt oder so, ich kann es mir nicht erklären. Ja. Aber das war da, ja. Ja, und wir sind jetzt bis hierher gelaufen, das ist nicht weit weg. Also von der Stelle mit dem Totenköpfen und mit dem Kadaver. Schaut mal, Sonne und Regen zugleich. Ist das nicht ein geiles Bild? So richtig schön Zeitlupe umfallen. Ja, das war ein richtig schöner Fall. Gekonnt, gefallen. So, ich lach, aber jetzt bin ich wahrscheinlich dann gleich der Nächste, der auf dem Arsch landet. Jetzt geht es in Stefans Lager. Wir sind auch schon fast da. Oh, und jetzt kommt endlich der entspannte Part. Naja, noch nicht ganz, wir müssen noch Feuerholz machen. Aber dann, oh, das war knapp. Bei mir war es gerade knapp. Und dann gibt's was Leckeres zu essen. Oh, ich freue mich da schon drauf, wenn das Feuer endlich an ist. So, hier noch runter. Ich filme jetzt trotzdem mal mit, weil wenn ich aufs Maul lande, wenn ich eine Arschlandung hinsetze, dann ist es wenigstens auf Kamera. Boah! Ja. Wir sind da. Oh, das sind die Rehe. Hey, schaut mal da hinten. Das sind die Rehe. Ah ja. Wir haben Rehe noch mit am Start. Ach, wie geil, oder? Wir sind hier im Stefans Lager. Und direkt nebendran, wir sind quasi, wir chillen hier jetzt mit den Rehen einfach. Endlich mal wieder hier, Stefan. Schaut euch mal an, Leute. Da brauche ich im Herbst gar kein extra Gestarnnetz. Das macht die Natur von komplett alleine. Endlich mal wieder zum Haus. Wie lange ist es hier? Ich glaube. Ein paar Monate war ich nicht mehr. Echt? Ein paar Monate? Ja. Warum kann ich euch nicht sagen? Aha. Ich möchte gerade im Moment nirgends woanders sein. Ich auch nicht. Ja. Es ist einfach immer wieder wunderschön hier.